Ja, lebt denn der alte DJ noch? Guten Abend, Johnny, ja. Guten Abend, DJ. Ich lebe noch. Ja, die Gerüchte gehen schon hier, dass du zu RP1 wechselst von Radio Bitch. Ich hatte jetzt zwei Anfragen von RPR und auch Radio Regenbogen. Ich denke, du kommst noch irgendwann ganz groß raus in der Radiobranche. Radio interessiert mich gar nicht. Fernsehen? Auch nicht. Musik? Musik ist Hammer, mein Leben. IT-Branche. Mobotics, Servus Mobotics. Da habe ich geile Bilder gesehen, auf einer Messe war das. Genau. Du im Anzug. Ja, ja. Und eine geile Sprechblase oben drüber. Sehr schön. Könnt ihr bei Facebook hier beim DJ gucken oder bei Wer kennt wen. Sehr schön. Radio war einfach Zufall. Ja. Aber du machst immer noch in Frankreich. Ja, ja. Wie ist die Frequenz für unsere Fans? In Pirmasens 105,8. 105,8. Jeden Freitag? Jeden Freitagmorgen von 9 Uhr bis 12 Uhr. Und die Leute dürfen ja auch mailen ins Studio. 0033 387 96 2000. Da kommt ihr direkt ins Studio zu mir am Telefon oder dj@radiostudio1.fr. Yeah. Jeden Freitag. Super geil. Ja, du hast ja schon auch Fans in Frankreich, denke ich, oder? Ich habe 22.000 Zuhörer in die Stunde. Halleluja! Halleluja! Und wann geht's auf die AIDA wieder? Meine Freundin und ich, wir haben uns überlegt, im Juni geht's nach Miami zurück. Ich habe gehört, ihr wollt in Miami heiraten. Geil! Auf die Hochzeit komm ich. Die wird geil. Ist schon geil, aber... Okay, jetzt hast du die Chance, einen Heiratsantrag zu machen. Nee, da mache ich mit zwei so Chaoten. Nee. Aber das machen wir noch. Im Juni gehen wir nach Miami und dann gehen wir zwei in Urlaub. Okay, und wir machen zusammen, mehr Roli, du und ich, wir machen mal eine schöne Radiosendung in Frankreich. Ah ja, ey, ihr seid meine Gäste. Sind wir eingeladen jetzt? Ich lade euch hiermit ein. Egal wann, okay. Du hast ja meine Adresse, ja? Facebook, okay. Alles. Richtig geil. Ihr zwei dabei, das gibt eine Scheiße, ohne Scheiße. Scheiße. DJ, ja, was habt ihr geplant in Zukunft mit Crime Passion oder andere Projekte? Morgen Abend, ja, Zukunft. Morgen Abend sind wir in Duisburg. Die Termine, die sind so fern. Auf eurer Homepage, noch. Wie immer. Immer. Und es geht links, rechts, hoch, runter. Wir wollen jetzt in die nächsten 6 Monate eine neue CD machen. Ja. Wie heißt sie schon? Weißt du schon? Doch, wir haben ein paar Ideen gehabt. Top Secret? Nein, nicht Top Secret. Wir wollen einfach, einen Namen gibt es doch gar nicht, aber einfach zwei Gitarren, zwei Stimmen, so als Spaß. Zwei geile Gitarren, zwei geile Typen. Nee, so geil wie ihr zwei. DJ, du spielst schon seit 30 Jahren Gitarre, ist unglaublich. 23. Mit irgendwas mit Rose? Oder wie wäre hier die Band gewesen? Rose. Yeah, irgendwo. Desert Rose. Genau, das weiß ich noch. In der Messehalle, da war ich dabei. Das ist lang her. Als Vorband habt ihr gespielt. Von Crackers oder was, glaub ich. Irgend sowas. Genau, Crackers. Scheiße, ne. Schwede. DJ, so lange kennen wir dich. Das ist Hammer. Vergesst diese letzten 3 Minuten. Ja. DJ, jetzt noch deine Möglichkeit, deine Fans und wen immer du möchtest, deine Freundin, alle zu grüßen. Leg los. Ich sage einfach. Auf Englisch, bitte. Auf Englisch. Thank you, P6. Und auf Französisch. Für die ganze Unterstützung die letzten 30 Jahre. 6-7 Jahren. Sehr, sehr gut. Merci mon ami, mes amis, pour toi, fuck. Fuck. Das ist immer wieder schön, Französisch. Thank you so much. Danke für eure Unterstützung. Dank Roli, dank dir, du Wahnsinnige. Dank Marc. Marc und ich weiß, das Geile ist, kein Mensch dachte vor 10 Jahren, 10,5 Jahren, dass Marc und ich so lange aushalten. Nein. Weil Marc so ist, ich so. Aber weißt du was? Das passt. Fick euch alle. Ja, yeah, geil! Weil das ist die Realität. Yeah. Weißt du, nicht, was gestern war. Genau. Heute ist heute. Hey. Danke!